Auch in Russland, das war eigentlich der schlimmste Fall. 1995 hat Russland unter Führung des Internationalen Währungsfonds feste Wechselkurse eingeführt. Herr Jelzin hat feste Wechselkurse eingeführt. Und was war daran verdient, haben die Westler sich dumm und dürmlich. Die haben nämlich auf russische Staatspapiere bei festen Wechselkursen hat man 40% Zinsen gekriegt. 40% auf 3-Monats-Papiere. Ne? Da sind die rein wie verrückt. Die Deutsche Bank hat sich für 10 Jahre saniert. Ich könnte jetzt noch Geschichten erzählen von Menschen, die da auch sich saniert haben. Noch etwas fürs nächste Mal aufheben. Das lasse ich mal hier. Das nächste Mal aufheben, bitte. Ja, das ist mir auch, das weiß ich auch nur aus anderthalbster Hand, nicht aus erster Hand. Also über die Menschen rede ich nicht. Aber da haben sie sich unheimlich verdient. Dann habe ich bei der Deutschen Bank angerufen, ich war in Berlin, habe das gesehen, habe gesagt, was da passiert. Habe ich bei der Deutschen Bank angerufen, ich will auch GKOs von Russland kaufen, 40% Zinsen. Dann haben sie gesagt, nein, das sind gefährliche Geschäfte, das dürfen sie nicht machen. Die können nur die erfahrenen Banker machen, die Geschäfte. Die haben sie mir nicht verkauft. Haben sie mir nicht verkauft. Wann war das? 95. Und dann gab es den großen Crash. Und dann gab es den Crash, weil das natürlich verrückt war. Der Rubel hat aufgewertet, obwohl die hohe Inflation hatten. Und dann, batsch, war unter Aufwertungsdruck, deswegen sind die alle dahin. Und dann kam der große Crash. Nach 9 Monaten war das Experiment zu Ende. Und dann ist der Rubel eingekracht bis zum geht nicht mehr. Und dann war das Geschäft erstmal tot. Und da war Jelzin eigentlich auch schon tot. Jelzin ist an dieser Krise kaputt gegangen.